Ja, willkommen zurück bei Chrono Trigger. In der letzten Folge sind wir ja aus dem Gefängnis geflohen und sind dann aus dem Schloss abgehauen und durch die Zeit gereist, durch irgend so ein Portal. Und jetzt sind wir hier bei einer seltsamen, rostigen Gegend, wo so ein bisschen zwar hohe Technik dort steht, ne? Da kann einen vitalisieren und alles, aber was zu essen haben sie nicht. Also die haben trotzdem Hunger, es geht ihnen aber trotzdem, die sterben nicht, weil sie den Vitalisator haben. Und jetzt gucken wir uns hier mal weiter um. Nordöstlich soll es noch was zu essen geben, sagt er. Ja. Wir können ja mal gucken in der Übersichtskarte. Ne? Fragezeichen steht noch dort, wo wir sind. Also man sieht, das sieht ja alles ein bisschen braun und trostlos aus. Und wir sollen nach Osten, wahrscheinlich zu dem Ding da gehen. Da werden irgendwelche Geister, sagt er, die mit Schwertern und Pistolen nicht zu erledigen wären. Okay. Seltsame Ratten und Blumen. Nicht drei auf einmal, na gut, dann die zwei. Ah, na, das war schon mal nicht schlecht. Und das Krone. Jawohl. Äther. Und Lukas eine Stufe aufgestiegen. Hier geht's nicht weiter. Und bei dieser komischen Ratte vorbei. Muss mal gucken, wie die läuft, weil die Viecher, die klauen einem nämlich Gegenstände. Oh, ich wollte eigentlich gerade die Kiste hier aufmachen. So, jetzt haben wir hier ein bisschen was Feuerwirbel, aber sie sind alle zu weit auseinander. Windsichel? Nützt mir ja auch nicht. Na dann greifst du mal normal an. Aura brauchen wir jetzt noch nicht, das ist zum Heilen. Also ja. Na, das war heftig. Tentakelwesen. So. Mal ist eine Stufe aufgestiegen. So, ich wollte eigentlich die Kiste gucken. Silberschwert erhalten. Ah, wir haben schon ein Silber. Ah, hätten wir es nicht kaufen müssen. Egal. War hier unten noch was? Da ist eine Kiste. Die müssten wir uns noch. Komme ich hier durch? Nee, da komme ich noch an der anderen Seite rein. So, nochmal bei dieser Ratte vorbei, wenn sie hier drüben war. So. Ah, das sind schon wieder solche. Hey. Ach so.
der saugt praktisch Lebenspunkte ab und gibt sie sich selbst, fügt sie sich selbst hinzu. So. Berserkerring erhalten. Was macht denn der? Sehen. Erhöht Attacke und Abwehr, aber Kontrollverlust. Nee. Kontrollverlust klingt nicht so, als würde ich das gerne haben wollen. Ist hier noch irgendwo eine Kiste? Nee. Oder? Ja, um einen Heiltrank bestohlen. Ja, da haben wir es gesehen. Miese Kleine. Geht's hier noch weiter? Nö. Da oben ist wieder eine. Müssen wir auch gucken, ob man, dass man keine Kisten übersieht. Ne? Silberbogen erhalten. Silberbogen klingt was für mal, ne? Inventar. Ausrüstung. Gut. Wir müssen hier unten vorbei. Na gut. Und die haben jeweils. Hat nicht gereicht, Mist. Ach. So. Jetzt haben sie sich selbst geheilt, aber... Ja. Und ein Äther. So, jetzt müssen wir hier lang. Okay. Das sind wieder solche. Man kann kämpfen, natürlich auch aus dem Weg gehen. Aber dann erhält man natürlich die die Fertigkeitenpunkte nicht. Wow. Nee, nicht Aura Wirbel. Ich will mal Windsichel ausprobieren, genau. Ah, sehr gut. Krono ist eine Stufe aufgestiegen. Ja, da ist wieder eine Ratte, die rennt. Und da unten waren wir schon, da kommen wir her. Wir sind jetzt praktisch hier rüber. So. Okay. Ist da auf dem Autowrack? Ah. Feuerwirbel. Ich erwische leider nicht alle drei. So, jetzt habe ich uns gleich mal wieder geheilt. Und Luca ist aufgestiegen. Mhm, da drüben ist ein seltsames Monster. Komm ich da? Ach, ich muss nach unten. Mal gucken, sind hier irgendwelche Kisten? Da unten sehe ich eine Kiste. Äther erhalten. Ah, wie das... Ah.
kann ja mal versuchen, da mit normalen Schlag ist den nicht beizukommen. Kriegen wir sie beide. Krona hat auch nicht mehr so viel Magie, ne? Das geht ihm langsam aus. Und da sind schon wieder welche. Und ich bleibe so nah beisammen. Ja. Mit normalen Angriffen sind die nämlich nicht zu erledigen. Aber mit Feuer. Mal ist eine Stufe aufgestiegen. Wunderbar, ist hier eine Kiste. Komm ich hier durch? Nee, da komm ich nicht durch. Hier geht's auch nicht weiter. Auch keine Kiste. Ah. Sehen, was er dazu sagt. Hält halt viel aus, ne? Ah. Irgendwo muss es doch jetzt auch mal wieder. Okay, wir sind durch. Aristum. Wer seid ihr? Der alte Mann da. Hey, ihr da, wie seid ihr zu uns gekommen? Wir haben die Ruinen im Westen durchquert. Wie bitte? Hört mal alle her, diese seltsamen Wanderer haben die Ruinen überlebt. Was? Ist das wahr? Ich hätte nicht geglaubt, dass irgendjemand den Mutanten dort gewachsen ist. Ja, siehst du mal, ist in deinem Becher irgendwas? Nee, deiner Schale. Geh mal oben rum. Mein Papa ist was zu essen holen gegangen. Bestimmt kommt er bald wieder zurück. Okay. Mein Mann ist zum Nahrungsspeicher im Untergeschoss aufgebrochen. Seitdem fehlt jedes Lebenszeichen von ihm. Oh oh. Im Osten liegen der Promethdom und eine verlassene Fabrik. Er weiß, da von amoklaufenden Robotern wimmelt, setzt normalerweise keiner auch nur einen Fuß in die Gegend. Okay. Du? Entschuldigt, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Don, ein Nachfahre des einstigen Direktors des hiesigen Informationszentrums, als es noch in Betrieb war. Die unteren Gewölbe dieses Doms beherbergen ein Rechenzentrum sowie einen Speicher für Nahrungsmittel. Aber leider patrouillieren die Wachroboter noch immer und lassen uns nicht durch. Ironisch, nicht wahr? Wir verhungern quasi auf unseren eigenen Vorräten. Okay. Und du? Irgendwas ist anders an euch. Stammt ihr wirklich aus dem westlichen Dom? Nö. Wie? Ein Riss im Zeitgefüge? Mit dem Computer im Rechenzentrum könnte man bestimmt einiges über sowas herausfinden. Okay. Durch die Kanalisation südlich von hier kommt man zu einem weiteren Kontinent, aber von dem solltet ihr euch fernhalten. Dort ragt nämlich die Todeshöhe auf, die die ganze Katastrophe heraufbeschworen hat. Katastrophe? Okay, was ist hier passiert? Außerdem hättet nicht einmal ihr eine Chance gegen die gefährlichen Monster, die in den dunklen Gängen der Kanalisation hausen. Können wir ja mal ausprobieren, aber nicht jetzt.
Ein alter Mann hat in der Nähe der Todeshöhe einen Dom errichtet. Er meinte, der Berg würde ihn interessieren und er wollte ihn beobachten. Leute gibt's. Komm, hier können wir doch mal im Vitalisator ausruhen, fix. Alles vollständig regeneriert, aber das leichte Hungergefühl bleibt. Die Türen mit dem Wappen? Ihr könnt dran rütteln und schütteln, die bewegen sich keinen Millimeter und zerstören lassen sie sich auch nicht. Da ist ein Speicherpunkt. Hast du Geld? Ja. Da voll Geld fein? Naja, war voll. Hier find meine Fachen. Schwierig zu sprechen. Gut. Können wir irgendwas gebrauchen, was wir noch nicht haben? Nö. Heiltränke haben wir 7. Ne? Heilmittel noch 3. Also das ist, wenn sie mal wieder drauf gehen. Ach nee, das ist gegen Zustandsveränderung. Das braucht man eh kaum. Athenes Tränen. Wir lebten in Gefährten wieder. 2 haben wir noch. Zelte haben wir immerhin 4. Na gut, brauchen wir aber alles gerade nicht. Deswegen lassen wir es dabei bewenden. Wenn ich genug spare, erweise ich das pfifferlich mal als nützlich. Hat zumindest mein Bruder immer gefragt, bevor er losflog, um die Ruinen zu durchqueren. Okay, wer weiß, lebt der Bruder noch. Aber hier gehen wir trotzdem mal drauf, denn einmal zwischenspeichern bitte. So. Die Türen mit dem Wappen, ach so, das ist der Wappentürmann. Alter Mann. Alter, entschuldigt, ich habe mich ja noch. Doch, hast du schon. Unter dem Gewölbe dieses Doms werden ein Rechenzentrum. Okay. Die Vorräte sind hier unten. Ihr wollt nach unten gehen? Na klar. Wir haben schon viele Versuche unternommen, aber alle waren erfolglos. Wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir es nie wissen. Schon lange sind mir keine so begeisterungsfähigen jungen Leute wie ihr mehr untergekommen. Und dann gehabt euch wohl und kommt Leben zurück. Ja, das wäre, glaube ich, von Vorteil. Ja, hier geht's wieder runter. So muss man laufen. Okay. Was ist das? Diese Terminals kontrollieren die Zugänge nach links und rechts. Sie scheinen durch ein Passwort geschützt zu sein. Okay, dann müssen wir das Passwort erstmal rausfinden. Okay, hier geht's lang Gang entlang. Aber hier ist Schluss. Okay. Ja, geht's auch nicht weiter. Vielleicht geht's hier drüben. Ja. Okay, also nach oben. Was ist das? Ist das so eine Ratte wieder? Ein seltsamer Ort für eine Statue. Eine Nachricht ist an ihr befestigt. Okay. Warnung. Wer sich den Vorräten unerlaubt nähert, wird angegriffen. Ja, wie könnte es auch anders sein? Aber wer erlaubt denn, das mich zu nähern, sozusagen? Da unten ist eine Tür, ne? Aber wie kommen wir da runter? Oh oh. Ah! Okay, der ist groß. Initiiere Kommandosequenz. Chrono, was geht hier vor? Mal, zum Angriff. Zyklon. Der drüben? 93. Alles auf den einen. Und sie auch.
Ha, okay. Ha, das war gut. Los. Was? Null? Okay. Vier. Ein Countdown, das mag ich nicht. Drei. 2. Null. Oh oh. Module reaktiviert. Ah, dämliche Module. Ja. Luca geht's nicht gut und uns geht's allen nicht gut. Lass mal alle heilen. So. Vier. Eins. Suchen wir mal den winzigen. Module reaktiviert. Mist, Mist, Mist. Ja. Wie viel hält denn der aus? Zusammenbruch. Okay, ich glaube, wir haben... Keine Erfahrungspunkte erhalten. Krono aufgestiegen, Luca aufgestiegen. Ich glaube nämlich diese kleinen Sonden, die da draußen rum, um den rumschwirrten, die konnten ihn auch heilen. Das ist ähnlich wie bei dem Drachen. Puh, was für ein Gestank. Hier ist alles vergammelt. Die Stromversorgung für die Kühlung muss ausgefallen sein. Sieh nur, Krono. Er atmet nicht mehr. Da ist irgendwas in seiner Hand. Was könnte das sein? Sieht wie ein Samenkorn aus. Ein Samenkorn? Ob hier überhaupt was wachsen würde? Auf einem schmutzigen Zettel steht eine Nachricht. Jene Ratte ist nicht bloß eine Statue. Sie kennt das Geheimnis dieses Doms. Fang sie, wenn du es wissen willst. Kann man der Ratte hinterher rennen. Und hier? Medium Äther erhalten. Jetzt dürfen wir Ratten fangen.
Gut, da war ja nicht viel, was wir hier gefunden haben, ne? So, Rennen. Da, das muss ich sein. Psst, sie könnte weglaufen. Wir müssen hinterher rennen, so sie dann mit B fangen. Oh je. Na, wenn das mal gut geht. Okay. Ha, verdammt, gefangelt. Was, gefangelt? Verdammelt, gefangelt, ach so. Verdammelt, gefangelt. Das ging schnell. Hatte ich früher so meine Probleme mit diesem Vieh, weiß ich noch. Bitte tutelt mir nichts. Es soll auch nicht umsonst sein. Ich verratelt euch den Code für die Tür. Drückelt B, Y, A in genau dieser Reihenfolge. B, Y, A. Okay. B, Y, A drückeln. Okay, B, Y, A. B, Y, A. Hier waren Schwierigkeiten. Man kann das erst drücken, wenn das Bing Bing durch war. Also nicht zu zeitig den Code eingeben. Okay, uns da drum rummogeln. Ah, da kommen wir aber nicht an die Kiste ran. Medium Ether erhalten. Okay. Nee. Sollten wir was für Luca tun? Die hat nur noch 51 Leben. So, zumindest ein bisschen, ne? So. So uns nicht gleich abnippelt bei der nächsten Begegnung. Da ist eine Tür drüben. Kann ich mich an den Viechern auch vorbeistehen? Tatsächlich. Hey, die haben es nicht gemerkt. Cool. Oh. Roboter. Wachroboter. Das sind solche komischen Gespenstviecher. Ja, hier ist nix. Sehen wir noch nicht guckt. Schleichen wir uns dran vorbei. Da ist eine Tür. Okay, ein Computer. Dies muss das Informationszentrum sein. Bestens, der Computer scheint noch zu laufen. Wenn wir ihn nach temporalen Verzerrungen suchen lassen, stoßen wir vielleicht auf ein Portal. Hab was gefunden. Östlich von hier. Okay. Da drüben. Ach, und dann runter. Da müssen wir hin. Okay. Bingo, Prometheum. Unsere Luca in Sachen Maschinen schlägt sie keiner. Sag mal, wozu ist denn dieser Knopf da gut? Nicht einfach Knöpfe drücken. Das Jahr 1999, visuelle Aufzeichnung des Lavos-Tags. Ja, da war noch alles gut, ne? Und jetzt bricht die Erde auf. Okay. Und es erhebt sich etwas aus. Okay. Und das ist
Lavos. Er hat sozusagen die Welt vernichtet und sie in diese Ödnis verwandelt, wie sie jetzt ist. Wie schön das damals aussah alles. So geordnete, schöne Straßen, modern. Tja, und dann war es hinüber. Was hatte das zu bedeuten? Lavos ist für diese Katastrophe verantwortlich? Dann ist das hier also unsere Zukunft? Nein, das kann ich nicht glauben, das will ich nicht glauben. So. So darf diese Welt nicht enden. Mal weint. Krono. Das ist es. Wir können das ändern. Die Geschichte ändern. So wie Krono, als er mich gerettet hat. Stimmt's, Luca? Stimmt's, Krono? Stimmt. Ich denke schon. Zum Glück haben wir die Portale, mit denen wir durch die Zeit reisen können. Was meinst du, Krono? Nicht mit Bier. Habe ich noch niemals probiert, war ich aber jetzt auch nicht. Packen wir es an. Krono ist ja mutig. Gut, dann ist es entschieden. Krono, Luca, packen wir es an! Okay, aber eins nach dem anderen. Lasst uns erstmal in unsere Zeit zurückkehren und mehr über Lavos herausfinden. Nächster Halt, Prometdom. Okay, Prometdom, da müssen wir jetzt hier wieder raus. Offenbar, kann man jetzt nochmal was machen? Kannst nochmal anschauen. Also wo der Prometdom ist, ne? Also hier rüber. Da runter und dahin. Das wird eine Weile dauern. So. Hier noch irgendwelche Kisten, da ist eine Tür, die wir sowieso nicht aufkriegen. Wir kennen ja so einen Roboter. Ich schleiche mich erstmal vorbei und gucke erstmal hier, ob da noch irgendwie... Nee, da kommen wir nicht ran. Tatsächlich, ja, der merkt auch gar nicht, was ist denn das für ein Wachroboter? Wollen wir nochmal dort oben schauen, was das ist? Nee, da ist ja gar nichts. Ja. Ich dachte, hier wäre vielleicht noch eine Kiste. Dumm gelaufen. Ach, nicht nah genug zusammen. Das bringt auch nichts. Und das auch nicht. Und da kann ich auch normal angreifen. So, jetzt sind sie weg, aber Krono hat ein bisschen was abgekriegt. Marl hat provozieren gelernt. Na, das hat uns jetzt noch gefehlt. Die kann ja nur mit Feuer, ne? Die Viecher. Geht auch irgendwie Windsichel oder sowas? Bringt das nicht. Doch, das geht auch. Wir sind ja noch nicht wieder draußen. Ne? Hier waren ja nochmal diese Flatterviecher. Dann bin ich zwar vorhin, konnte ich zwar vorhin umlaufen, ob das Rückzug auch so gut klappt. Ha! Ah, da ist noch eine Tür. Ah ne, da bin ich hergekommen. So, sind wir wieder draußen. Ihr seid zurück.
sammeln sich alle. Und was habt ihr herausgefunden? Dass dies unsere Zukunft ist. Hä? Wen interessiert das schon? Viel wichtiger, wo ist unser Essen? Das ist alles, was wir gefunden haben. Der Samen, ein Samenkorn. Der Vitalisator kann jederzeit seinen Geist aufgeben. Dieses Samenkorn ist vielleicht eure einzige Chance. Ihr dürft den Mut nicht verlieren, hört ihr? Wenn ihr euch anstrengt, dann könnt ihr überleben. Wir werden alles Erdenkliche tun, um das zu garantieren. Ihr seid seltsame Leutchen. Anders als wir, auf eure Art. Du meinst, weil wir noch Hoffnung haben? Hoffnung? Dieses Wort ist mir nicht bekannt, aber ich mag seinen beruhigenden Klang. Ich weiß nicht, was das für ein Samenkorn ist, aber wir werden es einpflanzen. Versprochen. Was ist das, Onkel? Vielleicht genau das, was wir brauchen. Ihr wollt also zum Promethe-Dom aufbrechen. Dann müsst ihr durch Ruine Nummer 32. Hier, das könnte sich als nützlich erweisen. Jetbike-Schlüssel erhalten. Es ist der Schlüssel zu meinem Jetbike, das auf einem Parkplatz an der Ruine steht. Du hast ein Jetbike? In jungen Jahren bin ich viel damit gefahren. Wenn ihr Glück habt, funktioniert es noch. Da drüben sind die Roboter noch gefährlicher als hier. Passt auf euch auf und verliert die Hoffnung nicht. Okay, das versuchen wir. Im Osten, ja, ihr sagt nur dasselbe, oder? Südlich von hier kommt, ach so, das habt ihr auch schon alles gesagt. Kanalisation. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. Im Vitalisator ausruhen, ja. Da brauchen wir nämlich kein Zelt oder sowas, um uns zu regenerieren. Aber natürlich der leichte Hunger bleibt. Ja, und dann gehen wir auf diesen Punkt. Und dann würde ich sagen, für heute speichern wir aus dieser Stelle. Und beim nächsten Mal schauen wir dann, wie es weitergeht. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut. Euer Astronier. Tschüssi.